Das Volumen eines Kupferblocks beträgt 1 Kubikzentimeter. Berechne seine Masse. Zuerst schreiben wir diese Angabe auf, das Volumen beträgt 1 Kubikzentimeter, und verwandeln das sofort in Kubikmeter. Um die Frage zu beantworten, brauchen wir die Dichte von Kupfer. Und diese entnehmen wir unserer Tabelle. Hier steht, Kupfer hat als Dichte 8930 Kilogramm pro Kubikmeter. Jetzt schreiben wir auf, was gefragt wird. Gefragt wird die Masse, die wir in Kilogramm ausdrücken werden. Und dazu brauchen wir die Formel Rho gleich M auf V. Diese Formel stellen wir zuerst um. Wenn Rho M auf V ist, dann muss M Rho mal V sein. Und in diesem Produkt ersetzen wir Rho durch diese Zahl und V durch diese Zahl. Somit finden wir, dass die Masse 0,00893 Kilogramm ist. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also, die Masse beträgt 0,00893 Kilogramm, und hier macht das Sinn, diese Masse in Gramm auszudrücken. Die Masse beträgt also 8,93 Gramm.